Unser Wabenplissé Up and Down wird ohne zu bohren mit den mitgelieferten Klemmträgern, den passenden Schrauben und Haltern für die Montageschiene befestigt. Einen Inbusschlüssel sowie die Halter für die Plissé-Schiene und den Bediengriff finden Sie ebenfalls im Lieferumfang. Zusätzlich benötigen Sie einen Schraubendreher. Setzen Sie im ersten Schritt den Bediengriff auf die Bedienschiene des Plissés auf. Befestigen Sie dann den Halter für die Plissé-Schiene mit den beiliegenden Schrauben am Klemmträger. Dieser wird dann, wie hier zu sehen, mit einer Kippbewegung und leichtem Druck befestigt. Kippen Sie nun das Fenster und hängen Sie das Plissé ein. Achten Sie bei der Einstellung der gewünschten Position auch auf hervorstehende Hindernisse wie den Fenstergriff. Steht die Position fest, arretieren Sie die Klemmträger mit Hilfe des beigelegten Inbusschlüssels. Sie können das Plissé nun nach Belieben vor dem Fenster verschieben. Wir wünschen lange viel Freude mit Ihrem neuen Wabenplissé.